Guten Morgen. Ich nehme euch heute mit auf meinen ersten Einhandturn mit diesem Boot und bin gespannt, wo mich der Wind hinträgt. Ich starte bei allerschönstem Sommerwetter und wenig Wind zu meinem ersten Schlag, Einhand mit der Segel nach Sleipnir auf die Lübecker Bucht. Jetzt geht's los. Falls du dich fragst, wie lange ich schon segel, ich segel seit 7 Jahren, ungefähr 1000 Seemeilen, auf Nord- und Ostsee, auf der Elbe und auch auf Binnenseen. Ich bin alleine auf dem Wasser. Wie war es denn so für dich? Wahnsinnig spannend. Bisher bin ich ja einhand auf der Alster gesegelt in Hamburg. Und das ist halt schon immer Ufer in Sichtweite. Und wenn irgendwas schief geht, so tief ist sie auch nicht. Wasserschutzpolizei ist in der Nähe und viele Segler. Und hier ist halt ganz anders. Da ist wirklich um zwei Ecken Vorausdenken. Und nehme ich das Segel jetzt hoch, kriege ich es danach wieder geborgen. Schon zwar um die Ecke denken, weil man halt ganz auf sich alleine gestellt ist. Gerade wenn man ganz weit draußen ist. Und hat dir das jetzt was gebracht? Ich fand das toll. Eben genau deswegen. Segeln ist ja sowieso schon immer auf die Situation einstellen und gucken, was kann ich jetzt machen und was nicht. Und wenn man alleine ist, eben zwei Schritte vorausdenken. Also immer einen Plan B in der Hosentasche haben. Ja, und das ist einfach spannend und ich habe dadurch natürlich sehr viel Sicherheit gewonnen, weil viele Situationen eben aufgetreten sind. Würdest du lieber zukünftig alleine segeln? Beides ist toll. Zu zweit segeln ist natürlich toll, weil man eben nicht alleine ist, weil man sich unterhalten kann, weil man sich austauschen kann, weil man sich auch mal ablösen kann, wenn man den ganzen Tag draußen ist, weil Ankern natürlich zu zweit auch schöner ist und Segeln auch schöner ist, weil man reden kann und kochen kann. Und alleine ist halt deswegen schön, weil ich draußen ganz besonders gut abschalten kann und auch wirklich zur Ruhe komme. Und, Ach so, das tust du nicht, wenn ich dabei bin. Ja, der Kopf wird komplett leer. Man denkt an überhaupt nichts. Und weil das dann eben über Stunden geht, fährt man noch weiter runter. Und gleichzeitig ist man ja auch abgelenkt mit dem, was man hier alles zu tun hat. Und also beides ist schön. Was war das Aufregendste? Das Aufregendste war, dass ich rausgegangen bin bei 4 Windstärken. Und voller Besegelung, also mit Genua und mit groß umgerefft. Und dann über den Tag wurde es immer mehr. Und ich war auch immer weiter draußen, muss man auch dazu sagen. In der Bucht, da war auch überhaupt keine Landabdeckung mehr und es war Nordostwind, also der ist genau in die Bucht reingepfiffen. Und die Dünung wurde höher, also ich hatte dann irgendwann 1 Meter Dünung und so 4,5 Windstärken und habe mich dann entschlossen zu reffen. Und wir haben ja weder Lazy Jacks noch eine andere Bergevorrichtung, das heißt, ich muss alles vorne mir genau überlegen. Was mir zum Beispiel mehrfach passiert ist, ist, dass mir die Rutscher aus dem Mast rausrutschen und dann gibt es natürlich so einen Luftzack. Also das Segel ist fast rausgerutscht und hatte sich so ein Windzack gebildet und den wieder einzufangen war nicht ohne. Und es hat auch relativ lange gedauert, also sicherlich eine Viertelstunde, bis ich wieder drin war. Das Deck war rutschig von der Gischt, das Boot hat gestampft und ich konnte mich auch, während ich am Baum das Segel aufgetucht habe, nicht so richtig anschlagen. Und das war nicht ohne, das war sehr beeindruckend und ich war dann auch froh, dass ich wieder in der Pflicht war.